Hallöchen Leute, willkommen zur 17. Episode von StarCraft 2 Wings of Liberty. Ich bin euer gut gelaunter Moderator und Commander Davy und wir schauen uns die nächste Mission jetzt an. So, drei sind uns offen. Welchen Planeten? Deadman's Port, Haven oder Xil? Ich hätte gesagt... Meine Leute haben eine Kolonie auf dem Planeten Haven errichtet. Eine ganze Weile lang ging alles gut, aber jetzt ist jeder Funkverkehr abgebrochen. Sie antworten auf keiner Frequenz mehr. Wir müssen dahin und sehen, was passiert ist. Vielleicht waren sie dem Zerg-Virus ausgesetzt. Außerdem befinden sie sich am Rande des Protoss-Raums. Jim, ich mache mir Sorgen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Das wäre Haven. Was ist mit Deadman's Port? Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tarsonis gefunden haben. Unser alter Söldnerkollege Orlan ist ein Experte im Entschlüsseln von konföderierten Codes. Wenn unsere Informationen stimmen, sollte er sich noch immer in der Spelunke in Deadman's Port aufhalten. Er ist nicht sehr vertrauenswürdig, aber er ist unsere beste Chance, diese Kodierung zu entschlüsseln. Und was ist mit Xil? Das ist bestimmt noch... Die von Möbius wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend haben die ihr Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor zwei Tagen den Kontakt verloren. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Ist jetzt so die Frage, was ist wichtiger? Ich hätte gesagt, komm, machen wir mal wieder eine Tychos-Mission. Okay, es geht um Folgendes. Der Ort hier ist eine Leichenhalle. Was auch immer mal in diesen Ruinen gelebt hat, ist vor Millionen von Jahren gestorben. Bevor sie verschwunden sind, hat das Möbius-Team Strahlung von Artefakten gemeldet, die von diesem riesigen Felsen da unten ausgeht. Sie haben einen verdammt großen Laser darunter gebracht, um sich einen Weg reinzubrennen. Laser? Das Ding ist ein verdammtes Monster! Wenn das Möbius-Team Zugriff auf militärisches Gerät wie das hier hatte, will ich gar nicht erst wissen, was sie erledigt hat. Schätze, das werden wir schon noch früh genug rausfinden, Partner. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Die nächste Mission lautet völlig verbohrt. Haltet die Augen offen, Jungs. Wir wissen nicht, wem wir das hier zu verdanken haben. Gut, wir haben eigentlich nur eine Truppe, wo wir... Mehr terranische Diebe. Oh, super. Die Mysterien dieses Ortes sind nicht für euch bestimmt. Ihr werdet für euren Frevel mit dem Leben bezahlen. Okay. So, warten wir mal. Wenigstens, was mit der anderen Expedition passiert ist. Okay, Protoss erwarten uns hier. Das ist ja unfassbar. Bis so ein leichter Weg wird dorthin. Diese Protoss-Kanonen brennen uns ein Loch in den Pelz, wenn wir weitergehen. Swan, wo bleiben die versprochenen Belagerungspanzer? Immer mit der Ruhe, Heißsporn. Sie kommen ja. Diese Babys werden die Kanonen aus sicherer Entfernung zerlegen. Okay, das sind wie Sergeant Hammer aus HOTS. Alles klar. Also wird es eigentlich schon Take It Easy Mission, so wie es aussieht. Die neuen Belagerungspanzer funktionieren genauso wie die alten. Aktiviert man den Belagerungsmodus, haben sie größere Feuerkraft und Reichweite. Im Belagerungsmodus sind sie allerdings unbeweglich. Wenn sie verlegt werden sollen, muss wieder in den Panzermodus gewechselt werden. Ja, mache ich ja schon. So, und los geht's. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt erstmal. Und was uns generell noch erwartet hier auf dem Weg. Okay, das sind schon mal Protoss. Dann lass uns die Panzer mal auf eine Anhöhe schaffen. Ja. Sie können diesen Protoss-Hetzer unter Feuer nehmen, bevor er überhaupt in unsere Nähe kommt. Das stimmt. So. Nein, der war zu früh. Den hier. Hör zu! Was gibt's? Rock'n'Roll! Hör zu! Sehr gut. Worauf soll ich ballern? Wunderbar, wunderbar. Immer mit der Ruhe. So. Wann geht's? Schießen Sie los! Was jagt ihr hoch? Oh, mit den anderen mitgehen, das macht ihr. Nehmen Sie den Laserbohrer ein. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Weg so leicht wird, hä? Oder ob es wirklich so eine ganz kurze Mission ist. Man weiß es ja nicht. Okay. Los, los, los! Die verlassene Basis. Zugriff auf lokales Netzwerk der Möbius-Basis. Entschlüssel Sicherheitsüberbrückung.
Übertrage Kontrolle der Basisgebäude an Sie, Commander. Sehr gut. Fahrt das Ding hoch. 174 Gigawatt. Die Kraft der Sonne in Ihren Fingerspitzen. Zielt damit auf das Tor und brennt drauf los. Laserleistung ist gut. Die Bohrung wird einige Zeit dauern, aber es gibt keinen anderen Weg in den Tempel. Sir, die Tal'Darin mobilisieren ihre Streitkräfte für einen Angriff auf uns. Okay, dann heißt es, ich muss so schnell wie möglich. Verteidigungsring und schützen den Laser, bis wir durch sind. Bin nur froh, dass wir die Belagerungspanzer haben. Ja, aber da brauchen wir sogar mehr. Das ist das Problem. Müssen uns sogar beeilen. Wo sind sie? So, gut. Ich höre! Einmal dahin. Lauter! Du gehst einmal dahin. Oh. Alles klar. So, du machst dich mal bereit. Wir brauchen Bunker und Belagerungspanzer, um den Laserbohrer zu schützen. Ja, ohne ja. Das Ding kommen wir nie an das Artefakt. Ist schon klar, ich bin schon dabei. Kapiert! Schlechte Neuigkeiten? Immer mit Europa. Immer mit Europa. Darf sonst noch was sein? So. Zu. Juhu! Überstunden! Auf jeden Fall! Kannst du Überstunde bauen und sowas von. Jawohl. So, und ihr zwei tut anfangen zu bauen. So, Dilla. Worauf soll ich ballern, Sir? So, da rein bitte. Du tust anfangen abzubauen. Und du, ihr zwei. Ich habe es geschafft, Zugang zu dem zu erhalten, was vom Sensorennetzwerk der Möbius-Expedition übrig geblieben ist. Okay. Ich speise die Daten in Ihre Karte ein, damit Sie sehen können, was bei den Tal'Darin vor sich geht. So, du gehst einmal hier abbauen. Na, gucken wir mal. Okay, da ist einer, alles klar. Und da sind ein paar. Okay, hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, jetzt im Nachhinein, ne? So, jetzt brauche ich wieder ein paar Soldaten. So, du. Nicht genügend Mineralien. Gut, dann schicke ich, wie viel habe ich jetzt? Zwei Stück, das heißt, ich schicke einen unten und einen oben hin. Was schon mal bereit ist, wenn es soweit ist. Ja, erstmal muss man halt jetzt Verteidigung und alles hier aufbauen, das ist wichtig. Obwohl, nein, du kannst genau hier bleiben. Mein Geschmack. Du kommst hier rein. Nicht genügend Mineralien. Ja, ich weiß. So, abbauen. Abbauen. So, die kommen schon von der anderen Seite. Auch mach hinne. Ich muss auch langsam dann auch wieder Leute bauen. Das ist das Problem. So, muss ich schon gucken, hier wieder Bunker zu bauen. Ja, super. So, aber jetzt. So, bunkertechnisch gesehen. Oh, guck mal. Okay, da können sie erst nicht kommen. Da werden sie auch nicht kommen. Aber machen wir mal hier Bunker hin. So, Leute. Gleich hier zwei. Der nächste schicke ich dann da hoch, dass ich die langsam fülle, die Bunker. Ich weiß jetzt nicht, zerstören sie den Xell und der Laser muss intakt bleiben, alles klar. Das heißt, ich muss eigentlich nur verteidigen, das ist das Wichtigste von allem. Dann ist es ja gut. Dann geht's ja sogar. So, zwei. Gut, dann muss ich halt hier langsam auf anfangen zu bauen mit Goliaths und so, aber dann muss ich halt erstmal Material bauen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ja. Gleich der nächste Bunker. Hier komm ich. So, da haben wir zwei. Gut, schicken wir den mal runter. Den nächste schicken wir wieder da hoch. Aber schon kommen schon die Protoss. Ah, mit ein paar mehr diesmal sogar. Guck mal jetzt. Die schicken sogar ein paar mehr los. Kleine Wichser. Ja,
nicht genügend. Ganz kaum noch, Herr Bart. Da bauen wir mal eine Cobra hin, ne? Für die Verteidigung. So. Du da hoch. Schick mal die Stoch da rein, vorsichtshalber. So, panzermäßig. Panzer kann ich hier, obwohl ich die auch wieder hier Belagerungspanzer hinlege. Im Bauen. Ich glaube, das wäre auch sinnvoller. Komm. Weit werdet ihr nicht kommen, keine Sorge. Ich meine, ich mache dann hier noch einen hin. Genau hier in der Mitte. Obwohl, ich könnte sogar hier hinbauen, mal schauen. Wie weit kann ich dich noch hinmachen? Kann ich dich dahin? Dass zwei Stück sind? Yep, sehr gut. Sehr gut. Kann ich zwei Stück tatsächlich hinbauen. So, dann mache ich hier einen hin. Eine Cobra, vorsichtshalber. So, da unten. Machen wir da noch voll. So, Tech bauen, ne? So, sehr gut. Bauen wir noch einen Bunker. Sind wir ja schon mal sehr gut dabei. So, wenn ich da eine Cobra hingemacht habe, dann mache ich hier durch den neuen positionieren. Durch ihn hierhin positionieren. So, sehr gut. Hat er schon mal eine andere Reichweite, dann mache ich den nächsten dahin. Erweiterung fertiggestellt. So. Ihr wollt entweihen, was den Göttern gehört? Ihre treu ergebenen Diener werden dies nicht erlauben. Alles klar. Das sind Archons. Unsere Männer werden keine Chance haben, wenn sie zu nahe kommen. Ich übergebe Ihnen die manuelle Kontrolle über den Laserbohrer. Sehen Sie nach, ob Sie ihn gegen die Protoss einsetzen können. Okay, ihr habt den Mann gehört. Dreht den Laser um. Wir können ihn benutzen, um die Tal Darim zurückzudrängen. So, Dulle. Und erstmal baue ich noch einen, bevor ich mich drum kümmere. So. Gucken wir mal. Sehr gut. Komm, da. Sehr gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nee, das ist zu weit. Alles klar. Erstmal dahin, dahin. Da kannst du hinbauen noch. So, jetzt mal gucken, was wir hier noch haben. So, dann machen wir schon mal die Rächer bereit. Dann wieder zwei von denen. Ein Rächer, sehr gut. So, noch einen Bunker bauen. Vorsichtshalber, so. So, das ein bisschen erhöhen. So, machen wir eine Cobra, einen Goliath, okay. Schade. Dann brauche ich hier noch zum Abbau noch ein paar. Alles klar. Erstmal schön gucken, was haben wir? Die sind alle hinüber. Sehr gut. Weiter geht's dahin. Oh ja, sieht doch schon mal wunderbar aus, was hier passiert. WBF einsatzbereit. So, WBF ist einsatzbereit. Das finde ich positiv. Alles klar. Der Rächer kommt mal hier hin. Bereit. Sehr gut. Sehr gut. Der Laserbohrer hat die äußere Schicht des Tors durchbrochen. Das ist schon mal positiv. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. So, der ist bereit. Gleich hier hoch. So, hier fehlt mir nur noch einer. Dann kann ich mich eigentlich um die Guten hier kümmern zu bauen. Wenn ich so bin. So, der Cobra machen wir mal hier hin. So, gut, dann machen wir hier noch einen. So, dann haben wir, dass wir hier noch einen hinbauen. Vorsichtshalber, und dann baue ich mal Goliaths. So, sehr gut. Du gehörst hier rein. So, dann haben wir hier voll alles. Soweit. Wunderbar. So, Cobra bauen. Und dann Goliath. Sehr gut. Ist das lebensbedrohlich? Weiß ich nur nicht, ob es lebensbedrohlich ist. Oh, abbauen. Gut,
gut, dann muss ich jetzt noch ein paar Einheiten bauen, dann funktioniert es soweit. Feindliche Lufteinheiten auf Anflugsvektor. Okay. Verflucht. Von wegen Lufteinheiten. Das sind Transporteinheiten. Benutzt den Laser und schießt sie ab. Alles klar. BDF bereit. So, wo ist der letzte? Ist er weg? Nein. Er ist nicht weg. Gut, gut, gut. So, du gehörst hierhin. Machst dich dann da startklar. Sehr gut. Was jagen wir hoch? So, Dele. Dann haben wir das da, das da, das da. Und jetzt bauen wir wieder Goliaths, dass wir was für die Ferne haben. Soweit, so. Rächer hier hin. So, dann Mordor und noch ein Rächer, wenn es sein könnte. So, abbauen. Alles klar, ein Goliath haben wir hier. So, Goliath hier hin. Oder tun wir einen hier hoch und einen da hoch, dann passt es soweit. Verteidigungsmäßig sind wir eigentlich gut dabei, ja. Sir, ich orte die Energiesignaturen von mehreren Protoss-Relikten in der Gegend. Ja, ja, ich sehe sie, da sind sie. Karte. Da, obwohl, okay, da. Tja, wenn wir noch Zeit haben, können wir sie mit dem Laserbohrer freischmelzen. Ich wette, Statman würde sie gerne studieren. Hoffe ich mal, dass ich es hinbekomme, so. Wenn wir Zeit haben, das ist es halt, ja. Das ist es halt. So, einer kommt hier hin. Und eine Kopa kann ich eigentlich ja wegschicken normalerweise. Guck ich mal eventuell, dass ich sie hier hinschicke. Würde mich schon interessieren, dass du hier hingehst. Dass du es mal untersuchen tust. Dass wir uns das mal genau angucken. Sehr gut. Der ist hinüber. Oh, gucken wir uns mal das, die Gegend genauer an. Kann unverwundete Einheiten nicht, okay? Sehr gut, sehr gut. Haben wir diese Einheit hier ein bisschen angeguckt. So, du kommst da hin. Du kommst da hoch. Du kommst da hoch. Jodele. Aber eigentlich könnte man schon mal ein bisschen hier jetzt mal loslegen, ne? Mit Cobra und so weiter. Dass ich dann nicht eventuell... Ah, okay. Muss ich wieder bauen. So, WWF haben wir keinen. Dann tun wir mal zwei noch bauen. Ich meine, es sind schon genug Einheiten, wie ihr seht, wie hier abgebaut wird. Dann muss ich hier auch mal hin und her machen. Okay, da kommt schon eine größere Einheit jetzt. So. WWF einsatzbereit. Und los. So, du dorthin. Komm, eine Versorgungseinheit hier hin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt baue ich mir eine Einheit hier, dass ich mal ein bisschen einnehmen tue, dass ich die ein bisschen zerstöre. Gut, dann zusammen hier gute Abwehr, da haben wir auch eine sehr gute Abwehr. So, die schicke ich da hoch. Dann mache ich lieber den hier auch runter. So, gib ein bisschen Gas. Der Laserbohrer schneidet sich nun durch die Thermalbarriere des Turms. Sehr gut. So, gleich den nächsten bauen. So, da ist einer, der nichts tut. So, Porsche, aber mehr von der Einheit. Das ist echt minimal, was wir da haben. Nicht genug Vespingas. Ja, schade. Muss man halt erstmal abbauen, ne? Vespingas. Schade, schade, schade. Aber es läuft hier so einigermaßen. So, Leute, da bin ich hier mit dem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. K
Bukowski.